Irgendwo auf diesem Planeten im Jahre 2077. Oh Scheiße! Ey, du alter Sack! Was denn? Dein Arschputzdienst ist leer! Was? Der Marsch muss wieder her! Ich bin Kriegsdienstverweigerer, Junge! Ey, willst du mich verarschen? Was? Was verarschen? Ich spiel keine Doktorspielchen mit so Jungspunden wie dir! Ey, der alte Sack kapiert gar nichts. Jetzt muss ich noch so aufstehen. Ey, du Pissbirne, bist du wieder eingeschlafen? Was ist denn los mit dir? Was willst du? Alter, ich hab die Buchse voll. Wo sind die Arschputzdingsies? Hör mal, du Jungspun, hab ich dir eigentlich schon mal vom weißen Gold erzählt? Ey, ich muss den Arsch sauber kriegen. Fang jetzt nicht an zu essen. Es war einmal 2020. Damals, ne, da gab es das Corona, ja, das Coronavirus. Das Virus hat eine Pandemie ausgelöst und die Leute haben geistigen Dünnschiss gekriegt. Geistiger Dünnschiss, ich schwöre. Ja, genau, dadurch musste jeder Mensch ganz viel Klopapier kaufen. Was für ein Ding? Ja, Klopapier halt, das waren die Arschdingsies von damals. Es wurden dann alle Bäume 2020 abgeholzt, damit die den Bedarf für diesen Hirndünnschiss stillen können. Aber was sind denn Bäume? Ja, so große Dinger aus Holz halt, ne? Oh, Holz. Und irgendwann, da war Klopapier so selten, dass man es weißes Gold nannte. Okay, danke für Storytime, Bruder, aber was ist jetzt mit den neuen Arschputzdingsies? Keine Ahnung, guck mal da im Vorratsraum. Alter, das ist ja voll logisch. Ey, du bist ja voll so klug und so. Ey, ist das hier? Ja, natürlich, du Opferkopf. Ey, mach nicht so, sonst gib ich dir. Endlich die Arschdingsies, oh Gott. Zwanzig Minuten später. Funktioniert das eigentlich? Jürgen, woher soll ich das denn wissen? Ich trage den ganzen Tag Windeln!